seid. Und ich hier. Und damit herzlich willkommen zu DVD-Check. Und heute gibt's die dritte Ausgabe der besten TV-Tipps zum Wochenende. Am Freitag um 20.15 Uhr auf ProSieben kommt Hulk, der erzählt die Geschichte von Bruce Banner, der immer, wenn er aggressiv wird, zu einem unglaublich großen grünen Monster wird. Ungefähr wie er hier. Ja, Hulk, ein eher durchschnittlicher Superheldenfilm, wie ich ja finde, obwohl mir das Design vom neuen Hulk besser gefällt, gefällt mir irgendwie die Story vom alten besser, aber insgesamt kann man sagen, dass beide Filme nicht so wirklich toll sind. Als kleines Kind fand ich ihn immer cool, aber trotzdem kann man sich den mal anschauen. Ja, es ist wie gesagt nicht so ein typischer neuer Marvel-Film, dieser Hulk, mit viel Comedy und was eben Marvel dieser Zeit bietet. Aber trotzdem ist natürlich Hulk immer schon eine Legende, sagen wir mal so. Und immer wenn ich Hulk anschaue, fühle ich mich auch ein bisschen selber wie Hulk, denn... Mach doch mal, ich bin der Beste! Und denkt immer daran... I have an army. We have a Rupert Grint from the Harry Potter. Samstag dann 20.15 Uhr ebenfalls auf ProSieben, Bad Sitter, eine Komödie mit Jonah Hill. Shut down a freeway. Der hier einen Teenager spielt, der sein Geld mit Babysitten verdient, doch eines Tages will er während dem Babysitten auf eine Party gehen und will das Ganze hier verknüpfen, was ziemlich schief geht. Ja, ich finde den Film echt lustig von Jonah Hill. Hier haben wir ja wieder das kleine Dickerchen von früher und er baut sich in diesem Film eher einfach sehr gut ein. Aber die Kinder gefallen mir noch mehr. Da gibt es so einen kleinen Jungen, so einen kleinen Spanier, der alles verrückt spielen lässt und der am liebsten Bomben platzen lässt. Und ja, es ist sehr lustig. Ja, gut, Komödie mit Jonah Hill. Wenn man Jonah Hill feiert, wird man den Film auch feiern. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, und zu guter Letzt am Sonntag um 20.15 Uhr auf... Jetzt habe ich mein Thema ganz kurz vergessen, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, auf RTL, und zwar der Tag, an dem die Erde stillstand. Ein Action-Drama-Sci-Fi mit Keanu Reeves. Den Film habe ich vor längerem gesehen, weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich den fand, aber ich glaube, er ist ganz cool, vor allem als so Apokalypsen-Film. Und ja, die Erde sieht am Schluss auch ziemlich schlimm aus. Meine Güte, ist das da... hat das da ausgesehen. Ich hoffe, ihr schaut auch ein paar Filme davon und kommentiert unser Video, liked unser Video und abonniert uns am besten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei DVD-Check. Du musst dich nochmal hin, damit es lustig ist.